Deutsche Soldaten retten russisches Kind. 18. Dezember 1941. Die Soldaten kamen an einer mit Zivilisten überlegten Ortschaft an. Sie entschlossen sich, Kilometer entfernt unbewohnte Häuser aufzusuchen, um der Kälte zu entfliehen. Im Kompaniegefechtsstand befand sich eine vergessene Frau mit kleinem Kind. Es jammerte und heulte. Die Frau war durch die Soldaten verängstigt. Die Soldaten schickten den Arzt zu ihr. Das Kleinkind fieberte stark und er wickelte es in Decken. Dem Kind ging es immer schlechter. Es hatte Diphtherie im Endstadium. Die Soldaten fragten den Arzt, ob er helfen könne. Er meinte nur, hier nicht. Ein Panzerfahrer kam ins Haus mit der Bitte, mit seiner Besatzung bleiben zu können. Die Soldaten fragten, ob der Panzerfahrer bereit sei. Er antwortet, jawohl. Sofort wurde Frau und Kind in den Panzer gebracht, um sie in das Feldlazarett zu bringen, um das Kind dort zu operieren. Der Panzer 4 fährt so schnell es ging durch die eisige Nacht. Am 19. Dezember 1941 kommt der Arzt mit Mutter und Kind zurück. Der Arzt hat das Mädchen operiert. Mutter und Kind werden von der Feldküche verpflegt. Die Mutter bedankt sich bei allen mit Handküssen. Der Arzt hat erwirkt, dass bei Abzug der Kompanie die Mutter und das Kind im Lazarett unterkommen. Die Soldaten retten das russische Kind und wurden zu Helden der Menschlichkeit. Der deutsche Arzt und der Panzerführer überlebten nicht und liegen in russischer Erde begraben.